Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habe ich mal vor, euch mein Abendritual beim Abschminken zu zeigen und welche Produkte ich da benutze. Also wundert euch nicht über meine Stimme. Also ich habe so eine, ja, Sommergrippe. Mich hat es da so ein bisschen erwischt. Also nicht wundern, dass ich so ein bisschen verschnupft klinge. Also ich dachte ja erst, es sei Corona, aber das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Also es ist wirklich nur so eine Sommergrippe. Man fühlt sich so ein bisschen schlapp, aber ja, es geht schon. Ja, und in meinem letzten Video, in meinem DM-Haul, da wurde die Frage an mich herangetragen: Kannst du uns nicht mal zeigen, wie du dich abends abschminkst, welche Produkte du benutzt? Und das möchte ich sehr gerne heute tun. Ja, also, ich habe heute ein bisschen Puder drauf. Das ist so ein Bronzer. Ich habe ein bisschen Rouge drauf, ein bisschen Wimperntusche. Hatte auch Lippenstift drauf, aber der ist jetzt im Laufe des Tages ist der abgegangen und ich kam auch nicht dazu und hatte heute auch keine Lust, da ständig nachzulegen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ganz einfach, wie ich mich abschminke und mit welchen Produkten ich mich dann pflege. Los geht's. Am besten erstmal mein Haarband umlegen, dann geht das alles besser. So, natürlich fange ich an und nehme mir mein Augen-Make-up runter. Da verwende ich tatsächlich von Lacura. Oh, das geht schon hier alles ab, seht ihr. Da verwende ich diesen Zwei-Phasen-Reiniger, Augen-Make-up-Entferner. Und mit dem bin ich richtig zufrieden. Den habe ich beim Aldi gekauft. Und der funktioniert richtig gut. Was man da machen sollte, also jetzt nicht drauf und einfach hin und her reiben, sondern das getränkte Pad aufs Auge legen, ein bisschen drauf lassen und einfach wegnehmen. Ja. Und ich muss sagen, der funktioniert richtig gut. Der ist nicht teuer und schaut mal, also der hat richtig gut das Augen-Make-up abgenommen. Ich kaufe wirklich oft mal Produkte beim Discounter und probiere sie aus. Ja, und wenn sie gut sind, warum soll ich sie nicht nachkaufen? Also da sehe ich dann keinen Sinn drin, wenn sie gut sind, teurere Produkte zu kaufen. Also wieder aufs Auge legen und einfach nach außen abziehen. Nach außen, nach unten. So. So, seht ihr? Also, hat alles super gut weggenommen. Ihr könnt euch auch das Video gerne angucken, das verlinke ich euch oben mal. Und zwar mein DM-Haul, da habe ich einige Produkte, die ich heute Abend verwende. Die habe ich dort auch, stelle ich die schon vor. Unter anderem auch diese Balea Waschcreme. Also die nehme ich ja immer besonders gerne, weil die wirklich für empfindliche Haut ist. Sie ist mit Mandelöl und 92% natürlichen Ursprungs und sie ist für trockene und sensible Haut. Ich vertrage weder Gel noch Seife im Gesicht. Das trocknet meine Haut total aus. Und mit dieser Balea Waschcreme komme ich wirklich bestens klar und meine Haut spannt nicht und ist nicht gereizt, also und trocknet auch nicht aus. Dazu feuchte ich mein Gesicht natürlich an mit Wasser und gebe mir eine kleine Menge der Waschcreme.
in die Hand und reinige damit sanft mein Gesicht. Ja, richtig gut tut die. Sie ist wirklich ganz sanft und was wichtig ist, sie brennt überhaupt nicht. Sie brennt auch nicht in den Augen. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Und sie nimmt wirklich das Make-up. Also das Puder, Rouge, Lippenstift nimmt es wirklich sehr, sehr, sehr gut ab. Also auch wenn ich dann im Herbst flüssige Foundation nehme, die wasserfest ist und die lange haltbar ist und Long-Stay-Make-up sozusagen. Das schafft also auch die Balea-Creme. So, das haben wir jetzt schön einmassiert. Die Creme, Waschcreme hat sich jetzt mit dem Make-up verbunden und jetzt können wir sie abnehmen. So. So, ihr werdet gleich sehen, wie wunderbar die das wirklich entfernt, das Make-up. So, die Haut ist wirklich erfrischt und ihr werdet gleich sehen, wenn ich jetzt mit dem Gesichtswasser nachgehe, dass das Puder wirklich ab ist, dass das Make-up wirklich weg ist. Dann habe ich hier mein Gesichtswasser. Auch das finde ich richtig super gut. Das habe ich auch beim Aldi gekauft. Das ist auch von Lacura, also Lacura Kosmetik, erhältlich beim Aldi. Und das ist ein Gesichtswasser, sensitiv, also auch für empfindliche Haut. Und das ist mit, entschuldigt bitte, und das ist für alle Hauttypen und auch für empfindliche Haut mit Magnolienextrakt und mit Aloe Vera. Also ich liebe das, weil es brennt auch überhaupt nicht im Gesicht, was ich bei anderen teureren Markenartikeln schon hatte, dass die wirklich auf der Haut brennen. Aber das passiert mir mit diesem Gesichtswasser nicht. Und ich kann mir da auch wirklich über die Augen gehen und da passiert gar nichts. Es brennt nicht, es erfrischt die Haut und man hat ein ganz tolles Gefühl. Also, ihr seht aber auch, Augen-Make-up ist abgegangen. So, weiter geht es jetzt mit einem wahren, ja, Anti-Age-Booster. Ich verwende im Moment das Retinol von Judith Williams. Vorher hatte ich das von L'Oreal und ich habe gedacht, ich probiere mal das von Judith Williams. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich hier überhaupt nicht weiß, wie viel Prozentanteil Retinol überhaupt drin ist. Weil ich finde, das könnte man eigentlich doch hinschreiben. Vom Geruch ist es in Ordnung, Konsistenz auch, ich vertrage es auch gut. Bei Retinol muss man ein bisschen vorsichtig sein. Am Anfang oder wenn man das erste Mal verwendet, ist es so, dass die Haut schon
bisschen brennen kann. Also man sollte anfangen mit ein bis zweimal in der Woche Retinol zu benutzen und das kann man dann langsam steigern. Also bei mir ist es so, da ich es fast täglich anwende, habe ich jetzt überhaupt keine Probleme, ne? Also aufpassen, wer da empfindlich ist, kann sein, dass die Haut sich schuppt oder dass sie sich rötet. Also das muss man dann für sich herausfinden. Anfangen mit ein bis zweimal in der Woche, aber ich muss sagen, Wirkung zeigt es auf jeden Fall, weil die Fältchen werden tatsächlich gemildert und es ist ein richtig gutes Anti-Age-Serum. Retinol gibt ein feineres, glatteres und ebenmäßigeres Hautbild. Da trage ich mir jetzt ein paar Tropfen auf die Hand auf. Das muss gar nicht viel sein. Und gebe mir das jetzt auf die Haut und ein bisschen auf Hals und Dekolleté und massiere das so ein bisschen ein. Also man merkt sofort, dass die Haut sich prall anfühlt und richtig schön frisch anfühlt. Ja, man merkt, es passiert was. Also wie gesagt, mir macht das jetzt keine Probleme, das jeden Tag anzuwenden, aber wenn ihr das erste Mal benutzt, ein bis zweimal in der Woche und dann langsam steigern. Ah, das fühlt sich richtig gut an. Ja, also von der Konsistenz her ist es auch richtig gut und es zieht wirklich schnell ein. Ja, und es erfrischt. So, das lassen wir jetzt noch ein wenig wirken und dann geht es mit der nächsten Pflege weiter. Was ganz wichtig ist, wenn ihr Retinol benutzt, also es muss am nächsten Tag eine Creme mit Lichtschutzfaktor aufgetragen werden. Dann gibt es Cremes, die beinhalten schon den Sonnenschutz oder ihr tragt eine separate Sonnenschutzcreme oder ein separates Sonnenfluid auf. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Retinol benutzt. So, dann geht es weiter mit der Balea, mit dem Balea-Konzentrat, Vitamin C-Konzentrat. Das enthält die Vitamine A und E und schützt auch nochmal vor freien Radikalen. Ne? Das sind diese kleinen Tröpfchen, die ich euch auch schon letztens erklärt habe. Die benutze ich dann auch. Das ist hier so ein kleiner Tropfen. Da mache ich diesen Nippel ab oben und das ist so ein klares Gel, ein klares Konzentrat und das trage ich jetzt auch noch mal auf. Ach, die Haut fühlt sich jetzt schon wieder richtig toll. Prall und gepflegt an. Herrlich. Ah, wirklich herrlich. Dann geht es weiter mit diesem Beauty Hyaluron Serum, Lip and Eye Serum, die Augen- und Lippenpflege. Da gebe ich mir ein, zwei Pumphube auf die Hand und klopfe die Pflege rund um die Augen sanft ein.
Das polstert die Haut auch noch mal ein bisschen auf und versorgt die Haut natürlich mit ganz, ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Und die Feuchtigkeit kann auch durch das Hyaluron gespeichert werden. Somit fühlt sich auch die Augenpartie super schön erfrischt an. Ja, jetzt habt ihr meine Sommerabend- und Nachtpflege gesehen. Und zum guten Schluss verwende ich oder benutze sehr, sehr gerne dieses Aloe Vera Gel. Das ist das Soothing Gel Aloe Vera mit 99% mit 99% Aloe Vera. Ja, Soothing heißt, es ist beruhigend und gibt auch sehr, sehr viel Feuchtigkeit, weil im Sommer kann ich wirklich keine reichhaltige Nachtcreme, vertrage ich nicht. Die steht mir dann so auf der Haut und ich habe das Gefühl, oh, ja, die Haut atmet nicht, ja. Also das ist wirklich eine reichhaltige Nachtcreme, die nehme ich im Herbst und im Winter, wenn drinnen die Heizungsluft ist und draußen ist die Kälte. Und da braucht die Haut also auch wirklich eine Nährcreme. Im Sommer braucht die Haut mehr Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Und das erreiche ich mit diesem Aloe Vera Gel. Was auch wirklich toll ist bei Sonnenbrand, ja, solltet ihr euch tatsächlich verbrannt haben, dann ist dieses Gel richtig, richtig gut. Also das schützt die Haut und nimmt auch das. Ja, das brennende Gefühl. Also die Haut wird wirklich richtig toll mit Feuchtigkeit versorgt. Und es ist für trockene Haut. Also kennengelernt habe ich diese Creme und genau in diesem Tiegel habe ich es kennengelernt, als wir in Malaysia waren und ich habe mir mein Gesicht so verbrannt, weil da abends, also abends um 20 Uhr hat noch die Sonne vom Himmel geknallt, wie 12 Uhr mittags und es war nicht überall Sonnenschirme oder sonnengeschützt und da habe ich mich wirklich verbrannt und ich habe gesagt, was mache ich bloß? Und da sind wir in die nächste Apotheke gegangen und da wurde mir dieses Aloe Vera empfohlen und seitdem benutze ich das, weil ich bestelle mir das im Internet. Und das verlinke ich euch dann auch noch mal unten in der Beschreibung, weil das darf mir einfach nicht ausgehen. Ja, also das hat hier auch noch so einen Deckel hier, so einen separaten Schutzdeckel. Und ja, das ist hier, seht ihr, ein klares Gel. Ich gehe da mit meinen Fingern rein. Ich bin nur ich, der das nutzt. Und das gebe ich mir dann auch noch mal zum Schluss auf das Gesicht und das ist sofort so ein tolles, kühlendes Gefühl und ja, und versorgt die Haut richtig gut mit Feuchtigkeit. Also, das könnt ihr übrigens bei Mückenstichen auch sehr gut anwenden, weil das nimmt auch den Juckreiz. Auch bei Akne, also Aloe Vera ist so ein tolles Naturheilmittel. Und ja, und viele machen den Fehler und tragen sich da so eine dicke Schicht von diesem Gel auf und sagen dann anschließend, oh, das rubbelt sich aber bei mir ab. Ja, dann hat man einfach zu viel genommen. Also wenig in die Handflächen nehmen und ja, und einfach schön in die Haut einmassieren und noch so ein bisschen eindrücken. Und die Haut wird richtig schön prall mit Feuchtigkeit versorgt. Ja, und das
Meine Lieben, das war jetzt meine Pflege zur Nacht. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Und bitte bleibt mir gesund. Ihr müsst mir meine Sommergrippe nicht nachmachen. Vielleicht haben euch meine Produkte gefallen und ja, mein Abschminkritual. Also mein morgendliches Ritual, meine Pflege morgens und mein kleines Sommer-Make-up für den sommerlichen Tag, den zeige ich euch dann beim nächsten Video. Bleibt mir schön gesund und bleibt glücklich und zufrieden und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.